Was ist ein Verbrauchsgüterkauf? Bisschen missverständlich, dieses Wort, weil es nicht um die Güter geht, sondern es geht darum, wer kauft. Und zwar haben wir hier einen Unternehmer auf der anderen Seite und auf der anderen Seite einen Verbraucher. Und wenn ein Verbraucher bei einem Unternehmer etwas kauft, dann haben wir die Situation eines Verbrauchsgüterkaufes. Und das nennt man auch einseitigen Handelskauf, einseitiger Handelskauf. Das ist der Verbrauchsgüterkauf. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.